So, hallo, ich grüße euch. In meinem Begrüßungsvideo heute am See hatte ich ja gesprochen von der Tendenz für 2019. Und da hatte ich jetzt etwas erhalten, einen ersten Impuls, erste Nachricht, Durchsage, wie auch immer. Und ich werde es jetzt einfach mal mitteilen. Für das Jahr 2019. Für das Jahr 2019 sehe ich zwei Worte. Einmal Danke und einmal Gleichgewicht. Das Wort Danke sagt mir, wir können Danke sagen für das Jahr 2018, denn wir wurden enttäuscht. Die Täuschung wurde sichtbar. Wir hatten die Möglichkeit, die Dinge zu sehen und können nun Danke sagen. Dieses Wörtchen Danke trägt so viel in sich. Wir können annehmen und loslassen, unseren Frieden machen und dafür Wege, neue Wege gehen. So steht das Jahr 2019 im Zeichen des Gleichgewichts. Also nehmen wir es an, das Jahr 2019, weil wir im Jahr 2018 gefordert wurden, um zu erkennen, was wir jetzt tun können und nicht mehr wollen, was nicht mehr zu uns gehört. Das ist ein großer Schritt. Wir sind stärker geworden. Wir können nun somit neue Wege gehen. Das Jahr 2019. Machen wir es zu unserem Jahr. Informationen aus der geistigen Welt für 2019. Welches Bild habe ich empfangen? Engel Michael, mit weißen Flügeln, in der rechten Hand ein Schwert nach oben gerichtet, in der linken Hand eine Waage. So, jetzt erzähle ich und berichte ich über die Durchsagen. Die Schleier des Vergessens legen sich nun nieder. Ich habe eine Waage gesehen, die, wie bereits oben genannt, im Zeichen des Gleichgewichts steht. Wir können nun die Schleier, die bisher unseren Blick vernebelt haben, von unseren Augen wischen und sehen auf einmal neue Farben, neue Möglichkeiten. Das dürfen wir nun neu entdecken und dürfen es als ein Geschenk ansehen. Die bereits darauf gewartet haben, sehen es als Geschenk. Die überrascht sind, werden überwältigt von dieser klaren Sicht und sind überfordert, werden überwältigt von dieser klaren Sicht und sind überfordert damit. Aber jene, die das Jahr 2018 verstanden haben, wissen nun, die Zeichen zu erkennen. All jene, die diese Zeichen noch nicht erkannt haben, werden nun in 2019 gefordert sein, von denen zu lernen, die man Visionäre nennt. Neue Ideen kommen von diesen Menschen. Es kann sein, dass es für einige schwierig ist, alles zu verstehen, aber es wird keinen anderen Weg geben. Deshalb passt dieses Bild. Der Engel, der aus dem Nebel steigt, mit seinem Schwert, die Schleier vertreibt, die Waage in seinen Händen hält und somit das Gleichgewicht reicht für die Welt. Dieses Bild repräsentiert für mich das Jahr 2019 im Zeichen des Mutes und des Gleichgewichts. Also kommen wir in unsere Kraft. In dieser Kraft sehe ich auch Deutschland.
An dieser Stelle ein Danke an alle Visionäre. Danke und eine schöne Zeit euch allen.